Wir sind wieder zurück bei einer weiteren Folge von Let's Play God of War. Herzlich willkommen. Wir haben in der letzten Folge, mehr oder weniger überrascht worden von der Weltenschlange. Ja, wusste ich auch nicht, dass es sowas gibt, aber ja, gibt es tatsächlich. Und diese Weltenschlange ist aber wohl, zumindest bis jetzt, eigentlich ganz nett. Ich weiß halt nicht, ob das so bleibt, ne? Das ist ja mal eine Statue. Wer hat sie gebaut? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall nicht die Deutschen, weil dann wäre es noch Baustelle. So. Jetzt weißt du es. Wir können da aber, glaube ich. Oh, gut. Wir sehen uns also ein bisschen um. Wenn wir unsere Reise fortsetzen wollen, müssen wir hierher zurück. Doc. Guck mal, wie cool die Karte aussieht. Oh, geil. Die Flusslande, Wildwald. Region Wildwald. Optionen, aktive Markierung. Kann man denn, sind das Schnellreisepunkte? Optionen, beenden. Ich weiß nicht, ob das Schnellreisepunkte sind. Ah, hier zum Kompass hinzufügen, okay. Das ist diese... Das Ding, wo wir quasi als nächstes hin müssen. Das sind wir, das ist ein Dock. Das ist ein Dock, das ist ein Dock. Aber wir können jetzt nicht per Schnellreise irgendwo hinreisen scheinbar, ne? Das geht wohl nicht oder es geht noch nicht. Vielleicht geht es auch irgendwann, ich weiß es nicht. Lass mal bei der Statue... Lass doch mal andocken. Wo ist denn das Dock? Ist das hier? Ah, jo. Geil. Dann lass da mal andocken. Und mal checken, was man hier so machen kann. Hier liegt auf jeden Fall eine Maske. Geil. Nee, ist keine Maske, es ist nur Hacksilber. Okay, schwimmen können wir nicht. Und ich glaube, wir kommen auch hier nirgendwo hin. Außer zu dieser Maske. Wir können hier auch nirgendwo lang. Wir können auch unsere Axt nirgendwo hinschmeißen, dass hier irgendwas runterkommt oder so, ne? Nö. Sieht nicht so aus. Wir können hier auch nirgendwo hochklettern. Okay, schade. Vielleicht noch nicht. Es kann auch sein, dass wir hier vielleicht einfach später... Wow! Dass wir hier vielleicht einfach später nochmal hinkommen. Wahrscheinlich, würde ich jetzt einfach mal tippen. Hier vorne zu dieser Statue kann man auch hin. Was ist hier passiert? Schiffbruch. Ich meine, warum ist das passiert? Ist doch egal. Ist doch wurscht. Neues Dock gefunden. Ah, hier können wir auch andocken. Ah, und hier ist auch eine Plattform tatsächlich. Die haben wir drüben auf der anderen Seite gerade nicht gehabt. Tatsächlich. Und das ist so eine Art... Ist das ein Aufzug oder was? Okay, wir können damit auf jeden Fall hochfahren. Aha. Das ist... Explosiv? Nee, das ist nicht. Ich mach einfach mal alles kaputt. Oh, hier ist ein bisschen Hacksilber. Nee, ist eine Maske. Hey, könnte kosten. Nee. Ist ein Artefakt-Set. Irgendwas mit einer Galionsfigur. Okay. Warte. Was steht hier? Ja, diese Runen kenne ich nicht. Aber mit einer Chiffre könnte ich sie bestimmt lesen. Chiffre? Okay. Und hier drüben wahrscheinlich genau das gleiche, ne? Wir sollten wirklich mit einer Chiffre wiederkommen. Ja. Und was ist das? Nein, steh auf! Bereit! Was? Wie gemein war das denn jetzt? Alter! Was für ein Schwein! Okay, ich weiß aber, glaube ich, wo wir die Chiffre herbekommen. Kann das sein? Okay, nochmal. Aktivieren und einfach weg. Jo, das sind mehrere. Das ist gemein. Wow. Nein! Vater!
Okay. Ich glaube, wir werden später nochmal herkommen. Ich meine, gegen einen... Ich bin ganz ehrlich zu euch, gegen einen hätte ich es jetzt getryhardet. Aber gegen zwei mit Stufe 6, die haben einen Totenkopf auf dem Dingens. Nee. Ganz bestimmt nicht. Wie gesagt, gegen einen kein Ding, hätten wir probieren können, aber nicht gegen zwei. Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Komm, wir ziehen durch. Wir kommen später nochmal wieder, wenn wir ein bisschen besser sind von der Ausrüstung her. Wir können auch hier nochmal gucken, ob hier noch irgendetwas ist. Das muss auf jeden Fall irgendwas mit irgendwelchen Zeichen-Dingens zu tun haben. Aber ich glaube, hier ist auch nichts mehr. Da ist noch ein Schiffswrack. Da können wir nochmal gucken. Und da vorne flattert irgendein Vogel durch die Gegend. Ich glaube, das ist die Schlange, die diese Geräusche macht. Ach, das ist Odins Vogel da oben. Okay, den können wir aber, glaube ich, nur holen, wenn wir irgendwo andocken können, ne? Ah, warte mal. Ja. Wo? Ah, hier. Okay, machen wir mal. Geheimbereich entdeckt. Todesinsel. Na, das klingt ja vertrauenswürdig. Todesinsel, na toll. Was ist das? Okay, kann man hochklettern oder wir können nach unten gehen. Wir klettern erstmal hoch. Hey, sieh mal, eine Fackel. Eine Fackel ist aus Holz. Das nennt man Feuerschale. Eine Feuerschale. Hm. Darauf steht etwas geschrieben. Soll ich vorlesen? Ja. Hau mal raus. Hier liegt Lebensenergie. Das ist meistens kein gutes Zeichen. Aber ja, mach mal. Was steht da? Quake. Aha. Und das heißt was? Oh. Okay. Das ist scheiße. Junge, geh mir nicht auf den Piss. Nice. Hey. Geil. Cool. Einfacher als ich dachte. Ja. Gut gekämpft, ihr zwei. Was ist das denn? Hä? Ein Geist. Er spricht mit uns. Und er hört euch auch. Nicht? Bist du tot? Du bist sehr scharfsinnig und kühn. Seid vorsichtig, wenn er die Feuerschalen entzündet. Sedel und Hellläufer werden von den Flammen wie Motten angezogen. Ihr habt uns bestimmt aus unserem wässrigen Grab befreit. Danke. Uns? Andere Geister. Der See der Neuen ist voll von ihnen. Die meisten davon können diese Welt verlassen, aber einige wenige stecken in Midgard fest, bis unsere Angelegenheiten geklärt sind. Vielleicht könnt ihr ihnen auch helfen? Wir haben nicht den Wunsch, dir zu helfen, Geist. Aber das habt ihr bereits. Ich wollte nur noch mal den Himmel sehen. Lebt wohl. Natürlich werden wir ihnen helfen. Die Inseln des Sees erkunden. Vielseitiger Kriegerangriff, gewöhnlicher Axtknauf. Erhöht Stärke, Abwehr und Glück. Verbessern, wow, um zusätzliche Werte zu erhöhen. Okay. Habe ich mal ausgerüstet. Komm, wir dürfen uns nicht ablenken lassen. Okay, wir haben einen von vier Geistern befreit. Das ist doch aber nicht schlecht eigentlich, oder? Das ist eigentlich nicht so schlecht. Was mir aufgefallen ist, es gibt... Ah, und wenn wir die alle befreit haben, kriegen wir die Kisten hier, oder was? Dann können wir wahrscheinlich die Kiste da öffnen. Alles klar, ich verstehe. Aber was mir aufgefallen ist, also im Gegensatz zum vorherigen God of War, gibt es hier viele Sachen mit Sammeln und, naja, ich möchte nicht sagen mit Backtracking, aber tatsächlich mit vielem so, lauf dorthin, hol dies, hol das, lauf nochmal dorthin und mach dies, ne, so. Das ist zwar schon cool, aber... Hm, wir sollten wohl nach weiteren Geistern Ausschau halten.
Was habe ich dir über Ablenkungen gesagt? Aber sie brauchen offenbar Hilfe. Das sind Geister, Junge. Tote Dinge. Sie haben keine Bedürfnisse. Nur Forderungen. Aber ich möchte sie nicht ignorieren. Du wirst darüber hinwegkommen. Mutter hätte ihnen bestimmt geholfen. Wie war das, Junge? Gar nichts. Auch besser so. Ja, also viel so... Die Weltenschlange ist sogar hier. Sie ist wirklich groß. Viel so Reise von A nach B und wieder zurück und hol das und hol jenes und hol dies. Das ist zwar schon ganz cool, aber ich hätte mir irgendwie mehr... Also ich vermisse heutzutage so ein bisschen diese typischen Schlauch-Games, kann man das so sagen? Ja, ich vermisse manchmal so ein bisschen dieses typische Schlauch-Game, wo du einfach eine Story halt erlebst, so. Weißt du, was ich meine? Oh, wer ist er denn? Ah. Neues Dock gefunden. Wo denn? Ah ja, hier tatsächlich. Cool. Geheimbereich entdeckt. Na komm. Lässt du das mal? Glaub, du spinnst. Endlich ist es vorbei. Jo. Haben wir, glaube ich, ganz gut gemacht, ne? Du möchtest sie bestimmt entzünden. Darf ich? Was ist das für ein Zeichen? Das mittlere. Okay, wir brauchen erst das hier. Genau. Dann das R, richtig. Oh nö, das hat sich wieder deaktiviert gehabt. Ist doch scheiße. Okay, komm, deaktiviere dich nochmal. Haben wir uns verirrt? Nee. Okay, erst ganz oben. Dann das. Und dann das. Juhu! Noch eins! Lebensenergie! Also bald. Noch nicht, aber bald. Geil. Legendär. Sie haben zwei der drei Ionen-Apfeldinger gesorgt. Schön. Nice. Okay, hier vorne haben wir noch so ein Aktivierungsding. Ich glaube, das machen wir gerade mal. Komm, aktivier. Hier. Junge. Du willst es ja unbedingt, ne? Ja, mach. Komm. Jo. No. Hey. Hey. Oh, Schwein. Die Axt ist wirkungslos. Ach ja, das muss er jetzt regeln, glaube ich, ne? Sag mir was. Warte mal, erstmal muss ich mich auffüllen hier. So. Oder wir schmeißen einfach die Axt. Und dann kriegt er mit der Faust auf die Fresse. Ach ja. Warte, ja, ich muss die wieder wegwerfen. Hier, für dich. Du lässt es jetzt. Puh. Cool, wenn die ins Wasser fallen, sind die tot. Spannend. Oh, wunderbar. Und dann ist das Ding aktiviert. Perfekt. Ich glaube es nicht. Seid ihr beide lebendig? Ja, sicher. Hallo. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal etwas auf den Inseln gesehen habe, das nicht tot oder verdorben war. Wie meinst du das? Die Verwüstung, Kind. Sie sucht dieses Land heim und wird mit jedem Winter schlimmer.
Kennst du ihre Ursache? Ich vermute, es hat mit dem Erscheinen der Weltenschlange zu tun. Zusammen mit der anschließenden großen Flut. Viele ertranken. Ich selbst auch. Kurz darauf erschienen die Toten. Brauchst du irgendwas von uns? Junge. Ich wollte nur wieder mit jemandem reden. Ein Wunsch, den du erfüllt hast. Danke. Cool. Verdorbener Überrest. Mystischer Überrest einer im Meer verlorenen Seele. Damit kann der vielseitige Kriegerangriff verbessert werden. Okay. Geil. Gucken, was meine müden Augen da oben sehen. Ich meine, wir sammeln die Dinger ja nicht, aber ich meine, wenn sie schon da ist. Das ist frech, ne? So. Ja, ich meine, wie gesagt, wir sammeln die Dinger jetzt nicht explizit. Das kann man offscreen machen irgendwie, ne? Wenn ich das irgendwie auf Platin-Trophäe hier haben möchte, was wahrscheinlich nie passieren wird. Ja. Aber, ne, ihr wisst Bescheid. Wenn wir sie schon finden und wenn sie schon da ist, dann kann man sie auch mitnehmen. Aha, noch mehr davon. Gut. Ah, noch eine Galionsfigur. Geil. Und eine nice Kiste. Die verzaubert ist. Geil. Oh, da ist doch was Dickes drin, oder? Hey, ein Sprachschiff. Wir sollten weitersuchen. Ein Sprachschiff-Teil, okay. Und da sind wir wieder, ne? Chiffre gefunden, also sehr viel Sammelkram, sehr viel, ne? Das ist schon nicht schlecht, das ist schon ganz cool, aber boah. Es überfordert einen ein bisschen. Über das Hilfeleisten gesagt. Das ist korrekt. Aber könnten wir das nicht? Ist keine Diskussion. Lerne dich zu konzentrieren. Unsere Reise muss deine einzige Sorge sein. Aber was ist, wenn sie uns helfen können? Der eine schien etwas über den See zu wissen. Und wie hilft uns das bei unserem Ziel? Wissen wir erst, wenn wir fragen. Ja, das ist durchaus korrekt. Da hat der Kleine recht. Kratos, muss man einfach sagen, da hat er recht. Neues Dock gefunden. Ist die Weltenschlange, dass ein Teil ihres Körpers hier liegt? Glaube ich nicht, dass sie das weiß. Ich meine, ihr Körper liegt ja dann scheinbar überall, oder wie darf man das verstehen? Direkt hinter dir! Ah. Alter. Dann auf damit. Boah. Keiner gewinnt. Oh. Durch Übung wirst du besser. Boah. Was war das denn? Alter. Kratos einfach komplett am Eskalieren. Geil. Und noch ein Maskenteil oder wieder so ein Artefakt-Ding. Ah, eine Galionsfigur, genau. Ja, und hier sind wieder diese Chiffren, die wir eh nicht entziffern können, ne? Quakia. Tja, war ein Versuch. Toll. Super, hast du toll hingekriegt. Ich bin begeistert, wie gut du das machst. Wirklich hammermäßig. Wow. Ich hätte es nicht besser gekonnt, wirklich nicht. Hammergut. Was für ein Talent. Okay. Auf, weiter zum nächsten. Wir untersuchen auch noch das Ding da hinten. Und dann würde ich sagen, begeben wir uns mal hier auf diese mittlere Brücke. Da geht die Main Story dann quasi weiter. Aber ich würde das Ding hier auch noch gerne untersuchen und mal gucken. Dann haben wir, glaube ich, soweit alle Docks, die man hier so finden kann, gefunden. Bei der einen Statue, wo Thor ist, da fehlt der Aufzug, ne? Ich weiß nicht, was wir da machen können. Aber da kommen wir auf jeden Fall so easy nicht nach oben, glaube ich. So. Oh, wow, hier ist wieder so ein Ding. Na, ich weiß ja nicht. Erstmal nehmen wir das hier mit. Kann man immer brauchen. Richtig. Ja, gut gelernt. Haben ist besser als brauchen. Du hast vollkommen recht. Das ist vollkommen korrekt. Bevor wir jetzt aber hier... Bevor wir hier reingehen, speichere ich mal ganz kurz. Ich hätte es vielleicht nicht überspeichern sollen, ne? Vielleicht war das jetzt nicht so schlau. Na egal. Scheiß drauf. Kannst du da irgendwas machen? Ich kann auch nicht lesen, aber sie sind anders als die anderen. Okay.
Was passiert hier? Ja, genau das, was ich mir bereits gedacht habe, wird hier passieren. Auch hier werden wir später nochmal zurückkehren. Weil es sind wieder zwei und gegen zwei ist halt schon... Das ist schon harsch. Okay, komm, wir ziehen durch. Auf geht er. Oh. Komm, wir ziehen durch. Wir gehen zu der Mitte und folgen noch ein bisschen der Hauptstory. Ich meine, ich habe ja immer noch die Hoffnung, dass man später hier dann immer wieder zurückkehren kann. Das ist jetzt einfach mal meine Vermutung, dass man das durchaus dann kann. Sicher bin ich mir... Scheiße. Und mal, kann ich den anschließen? Ach nee, komm. Für die Folge müsste es aber noch locker reichen, oder? Ja. Könnte eng werden. Aber schauen wir mal. Für die Folge müsste er auf jeden Fall locker noch reichen. Ja, ich habe die Hoffnung, dass man ja irgendwann dann, ne, zu den einzelnen Punkten vielleicht nochmal zurückkehren kann. Würde ich sogar fast vermuten, dass das irgendwie geht, weil ansonsten würde diese ganzen Open-World-Geschichte ja gar keinen Sinn machen. Also so mehr oder weniger Open-World, ne? Aber das würde tatsächlich sonst wenig Sinn ergeben, wenn man da nicht nochmal zurück könnte. So. Wie lange glaubst du, ist das schon hier? Eine sehr lange Zeit. Ah, hier kommen wir wieder nicht rüber. Okay, das können wir auch nicht... Okay, vielleicht später. Schauen wir mal. Jetzt gehen wir erstmal nach hier oben. Hier ist ein Frosch. Ist das der Weg zum Berg? Wow. Sieht so aus. Das sind doch der bärtige Klotz und sein Sprössling. Ich hab da was für euch zwei. Brock? Hä? Aber wie bist du? Das geht dich einen Dreck an. Und jetzt rein hier. Ich hab was für euch. Und versuch bloß nicht, mir meinen Platz zu klauen. Ich war zuerst hier. Na gut. Okay. Was er wohl will? Unsere Geduld testen. Wenn die Leute von meinem neuen Laden hören, kommen sie aus ihren Verstecken gekrochen. Sie werden sich prügeln, um meine Ware nur ansehen zu können. Wartet's ab. Es wird immer wieder Situationen, glaube ich, im Spiel geben, wo auf einmal Brock auftaucht und wir nicht wissen, wie er da hinkommt oder wie das auf einmal sein kann. Ich würde fast meinen Arsch dafür verwetten, dass der ständig irgendwo überall auftaucht. Was ich ziemlich lustig finde irgendwie. Das ist schon geil. Feier ich irgendwie, finde ich gut. Brock, grüße dich. Komm schon hin. Fang! Huch! Der Haufen Steine da. Mit diesem Schlüssel von Yggdrasil könnt ihr eine magische Tür zu den Ästen des Weltenbaums öffnen. Eine Abkürzung zwischen den Welten. Wenn ihr sie in der Welt seht, könnt ihr damit schnell zu mir zurückkommen. Geht aber nur in eine Richtung. Direkt hierher und sonst nirgendwohin. Und was ihr auch tut, werft euch niemals, 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 nie über den Rand des Weges. Es sei denn, ihr sucht den Tod. Das würde natürlich nichts bringen. Alles klar. Es gibt Portale. Okay. Es gibt Portale. Tatsächlich haben wir jetzt noch keins, aber ich glaube hier irgendwo auf der Insel. Irgendwo gab es hier schon mal. Gab es hier eins. Okay. Okay, das ist cool. Siehst du, gerade haben wir noch drüber gesprochen. Tatsächlich, es gibt Portale, man muss sie wohl aktivieren, so wie ich das jetzt verstanden habe, oder was? Na gut. Moin. Gehen wir's an. Ja, Talismane, Knäufe und Zauber sind jetzt im Laden verfügbar. Will ich eigentlich gar nicht. Rüstung verbessern. Wenn andere Rüstungen verbessert werden, drücken Sie, um das Verbesserungsmenü aufzurufen. Rüstung verbessern. Verbessern Rüstung, verbessert Wert und Kraft und kann Zauberplätze hinzufügen. Okay. Verbessern. Clownbogen, Clownköcher, Axtknauf, Talisman. Die Axt können wir nicht verbessern. Nee, wir haben nicht Frostflamme. Okay, Clownköcher können wir verbessern. Mit Hacksilber. Boah, 5000 kostet das. Alter, die Sachen sind aber auch teuer, ne?
Axtknauf. Knaufe können an ihrer Waffe angebracht werden. Jeder Knauf erhöht die Werte und verleiht einzigartige Boni je nach Vorgehen im Kampf. Knäufe können verbessert werden, um ihre Werte zu erhöhen. Okay. 1500 Sacksilber. Lul. Verdorbener Überrest und Hacksilber. Ja, machen wir mal. Jetzt mach einfach Mist, damit kalt. Cool. Ich glaube, das ist nicht schlecht. Das kann man ruhig mal machen. Talisman. Talismane verfügen über einzigartige Effekte, die im Kampf hilfreich sind. Mit Verbesserungen im Laden werden sie effektiver und reduzieren die Abklingzeit einiger Fähigkeiten. Okay. Den können wir aber jetzt zum Beispiel nicht verbessern, weil wir nicht genug Weltenstaub haben. Das ist natürlich ärgerlich. Ah, okay, mit L1 und Kreis können wir den aktivieren. Okay. Kaufen, hier können wir irgendwelche Zauber kaufen, aber das machen wir jetzt mal nicht. Armausrüstung. Okay, hier können wir Sachen herstellen. Wildschwein, Armschiene. Verbessern können wir aber tatsächlich nichts, oder was? Verlorene Gegenstände, Leviathan-Axt, Klauenköcher, Klauenbogen, Brustrüstung. Können wir die verbessern? Ah, uns fehlt Stahl. Können wir den Stahl theoretisch gesehen kaufen? Ah, okay, wir können bei ihm nur Stahl... Hüftrüstung. Gürtel, Wildschweingürtel. Abwehr, Stärke und Abwehr. Ich mach den einfach mal. Das mit Stolz, Kerl. So, haben wir das Ding jetzt auch direkt angelegt, oder? Hüftrüstung. Können wir auch direkt schon verbessern. Pass auf dich auf, Muskelkotz. Damit kannst du dich jetzt richtig austoben. Ja. Ich hoffe, das war richtig, was ich da jetzt gerade gemacht habe, oder? Waffenrock haben wir. Wir haben Armrüstung und Hüftrüstung. Und hier haben wir einen Talisman. Ah, okay, den haben wir jetzt aktiviert. Den hatten wir vorher gar nicht drin, ne? Und wir haben ausgerüstet diese Dings hier und jetzt können wir die hier auswählen. Und die ist logischerweise besser. Haben wir hier irgendwas Neues? Ne, hier haben wir nichts. Und hier? Haben wir das ausgerüstet und das wäre Abwehr 3. Okay, das ist aber schon das Bessere, was wir ausgerüstet haben, ne? Okay, das sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Hier können wir noch Fähigkeiten verbessern mit XP tatsächlich. Da können wir mal gucken mit der Axt vielleicht, was ist da so... Was es da so Neues gibt. Was haben wir hier? Drücken Sie während dem Aufleuchten nach einem Präzisionsaxtwurf. Ah, Schwachpunkte und Kopftreffer, okay. Und hier haben wir, halten Sie beim Zielen R2 gedrückt, um die Diversen aufzuladen und Explosion mit Frostschaden beim Aufprall zu verursachen. Ich finde das mit den Kopftreffern hier eigentlich nicht ganz nice. Können wir das nehmen? Kaufen. Geil. Okay, was können wir noch machen? Rage-Kampf, Schildkampf, Expertenkampf. Wenn wir in Zuständen sind oder wenn Kratos angegriffen wird. Okay. Während Arteos einen Gegner wirkt, kann er eine Combo ausführen. Ach, das Sinn erhöht die Feuerrate des Klauenbogens. Erhöht Pfeilschaden und Nahkampfschaden. Das ist, glaube ich, nicht schlecht. Ich glaube, das ist nicht verkehrt. Jetzt haben wir noch 1000. Jetzt könnten wir... Irgendwas könnten wir noch nehmen. Zornangriff. Das ist das, was wir ja sowieso schon hatten gerade, ne? Das ist eigentlich ganz nice. Wir könnten das verbessern. In Spartas Rage halten sie R1 gedrückt, um einen gewaltigen Schwingangriff auszuführen, der Gegner schnell nach hinten wirft. Oder... In Spartas Rage drücken sie L1 für einen schnellen Stampfer, der alle Gegner in der Nähe Schaden zufügt und ins Taumeln bringt. Boah, das ist eigentlich nicht schlecht, ne? Kostet auch 1000. Komm, wir nehmen das. Das ist eigentlich geil. Nice. Cool. Okay, was können wir hier noch machen? Oh, wir können hier noch was hinzufügen. Ivalidis Amboss. Ein verheerender Flächenangriff, der alle Gegner im Wirkungsbereich einfriert. Ja, wir haben sonst nichts anderes. Wir nehmen es einfach. Das ist okay. Cool. Okay, da haben wir uns nochmal ein bisschen verbessert. Sehr nice. Wir haben die Portale jetzt bekommen. Auch das ist ziemlich cool, muss ich sagen. Naja, dann würde ich sagen, machen wir hier einfach ein kleines Päuschen, wenn wir hier eh schon stehen. Das mit den Portalen ist, wie gesagt, ziemlich cool. Wir haben uns ein bisschen verbessert. Das ist auch nice. Und naja, wenn ihr Bock habt, würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn wir auch in der nächsten Folge wieder gemeinsam hier sitzen und uns erfreuen an all dem, was God of War so zu bieten hat, was ziemlich viel ist, wenn ich so auf die Map gucke. Das ist schon nicht wenig. Dankeschön fürs Zuschauen und wenn ihr Bock habt,
dann hören und sehen wir uns. Ne? Macht's gut, danke schön fürs Zuschauen und bis morgen Abend. Haut rein. Tschüss.